Da Martin Siecher zugleich auch Kreisvorsitzender im Kreis Nürnberg der AfD ist, gibt es denn einige Besonderheiten im Verhältnis zwischen der AfD in Nürnberg und der dortigen SPD? Ja, die SPD ist in Nürnberg eine relativ starke Partei. Das ist ja eine Besonderheit innerhalb von Bayern, wo in den meisten Landkreisen und Gemeinden und sowas das ganze CSU geprägt ist. Wir haben in Nürnberg eine SPD, die immer wieder versucht, uns als AfD massivst anzugreifen. Das erleben wir als AfD aber Land auf, Land ab. Aber sie greifen dabei tatsächlich häufig über die rechtlichen Möglichkeiten, die in einem fairen Wettbewerb vorhanden sind, hinaus. Und das haben mehrfach auch schon dann Urteile bestätigt. Wir haben den Funktionär vom DGB, den Herrn Doll, der ist Vorsitzender einer Allianz gegen Rechtsextremismus. Und der hat sich beispielsweise dazu herabgelassen, einfach über einen AfD-Funktionär zu behaupten, er wäre ein Holocaust-Leugner, obwohl es dafür gar keine Anhaltspunkte gab. Musste dann eine einstweilige Anordnung unterschreiben. Wir haben die Thematik jetzt hier ganz aktuell vorgefallen ist bei der SPD, wo der Oberbürgermeister und der zweite Bürgermeister jeweils von der SPD massiv versucht haben, die Meinungsfreiheit einzuschränken, um der AfD nicht die Möglichkeit zu geben, aufzutreten. Und ich glaube, da haben wir schon eine besondere Situation, weil sich Nürnberg immer wieder die SPD darstellt und betont, wir wären ja die Stadt der Menschenrechte und so weiter und so fort. Aber genau diese Menschenrechte, beispielsweise Artikel 19 der Menschenrechte auf Meinungsfreiheit, dann einreißt, wenn es gegen die AfD geht. Und da sagen wir einfach, wenn wir schon als Stadt der Menschenrechte gerieren wollen, dann müssen wir das auch wirklich glaubwürdig tun. Und dann gilt es, dass man auch mit Menschen in einer Stadt zusammenlebt, die vielleicht nicht die gleiche politische Meinung haben wie man selber, aber das gehört in der Gesellschaft einfach unter den Punkt Toleranz und Demokratie dazu, dass man einfach auch unterschiedliche Meinungen erträgt. Und dafür kämpfen wir sehr stark als AfD und haben der SPD da, glaube ich, auch schon die ein oder andere Kralle inzwischen gezogen.